Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen auf dem Radioactive Server. Heute geht es um das Thema Breeden, da die Frage mal wieder häufiger aufgekommen ist, wie funktioniert es mit dem Breeden? Meine Tiere kriegen bei der Geburt kein höheres Level. Das funktioniert alles nicht. Habe ich heute mal was Kleines für euch vorbereitet, wo ich euch das Grundprinzip erkläre, wie funktioniert es mit dem Breeden überhaupt. Dazu habe ich als Beispiel heute meine Moosies hier, die wir ja auch vorher in einem Video schon getamed haben. Fangen wir mal an. Ihr seht hier oben links, wenn ich mit dem Spyglass drauf gucke, jedes Tier hat unterschiedliche Werte. Dieser hat jetzt hier zum Beispiel das Weibchen sein Augenmerk in einem 17er HP-Wert. Diese Werte sind bei jedem Wildtame unterschiedlich. Es kann sein, dass ihr halt da mal 7 Werte kriegt, da mal 12. Das ist halt unterschiedlich. Das ist alles levelabhängig. Das heißt, ihr versucht natürlich, hohe Tiere erstmal zu tamen, um in jedem dieser 7 Werte einen hohen Wert zu kriegen, so wie das hier jetzt der 17er HP-Wert in dem Mussi ist. Müsst dann natürlich erstmal euch ein Grundgerüst an Tieren zusammensuchen. Also halt jeden Wert, den ihr haben wollt, müsst ihr halt erstmal in einem Tier finden. So, dieser Musi hat jetzt hier zum Beispiel den 17er HP-Wert. Hier habe ich von meiner vorherigen Zuchtlinie schon die Werte quasi in einem Tier vereint. Und ihr seht, dieser Musi hat nur einen 11er HP-Wert im Vergleich zu diesem 17er Musi. So, wie funktioniert jetzt das Ganze? Natürlich versucht ihr jetzt diese beiden Werte zu vereinen in einem Tier, um als Ergebnis dann so etwas rauszukriegen. So, wie funktioniert das? Ihr jagt jetzt theoretisch, wenn ihr eure Tiere habt, nehmen wir das hier als Beispiel, euer Männchen, was ihr habt, über das Weibchen hier mit dem 17er HP-Wert und guckt, dass ihr ein Tier rausbekommt, was jetzt, ne, was quasi diesen Wert übernimmt, dass ihr als Ziel dieses Tier hier rausbekommt. Ihr seht, der hat jetzt alle Werte von meinem Männchen, also von dem vorherigen Männchen, und diesen 17er Wert von dem Musi in einem Tier übernommen. Das ist quasi euer Ziel. Ihr habt jedes Mal die Chance, quasi wenn ihr die Tiere übereinander jagt, dass der höhere Stat, in diesem Fall der 17er Wert, zu 55% übernommen wird und der niedrigere halt zu 45%. Im Vergleich dazu. So, jetzt müsst ihr natürlich versuchen, dass ihr die Werte alle in ein Tier bekommt. Das heißt, ihr fangt quasi an, ihr sucht euch ein Tier, was zum Beispiel, ich sag mal, hier jetzt einen 10er Gewichtswert hat, wie dieser hier, und hier den 17er HP-Wert und versucht es in einem Tier zu vereinen. So, gehen wir mal davon aus, diese beiden Tiere hätten nur jeweils diesen einen Wert, also den 10er Gewichtswert und den 17er HP-Wert. Dann wäre das Tier hier Level 18 und das Tier wäre Level 11, da das erste Level eines Tiers keine Werte hat. Das ist einfach da, weil ein Tier Level 0 spawnt halt nicht. Na, also das eine Level könnt ihr immer ignorieren. So, jetzt jagt ihr die beiden übereinander, verpaart die und wartet, dass das Kind kommt. Jetzt habt ihr eine 55%ige Chance, dass der 10er Wert von diesem Tier und der 17er Wert von diesem Tier in euer Neugeborenes übernommen werden. Was dann zusammen natürlich halt diese Werte kombiniert ergeben würde. Das heißt, es wäre dann hier die 10 am Gewicht und von ihm hier die 17 HP. Das heißt, ihr hättet 27 Level in einem Tier, was halt den guten Gewichtswert und den guten HP-Wert übernommen hat. Plus halt das eine Level, was jedes Tier halt von, ja, von Geburt aus, von Spawn aus hat. So versucht ihr das natürlich dann weiterzumachen, dass ihr die anderen Werte auch übernehmt. Also am besten Step für Step. Na, ihr übernehmt einen Wert, dann den nächsten Wert, dann den nächsten Wert und baut euch dann so eine Zuchtlinie auf. So, irgendwann habt ihr dann als Ergebnis das hier, wo alle Werte in einem Tier vereint sind. Ihr habt dann die 12er Werte 14, 17, 10 und seht, da setzt sich auch das Level draus zusammen. Wenn ihr diese Werte zusammenrechnet, kommt ihr auf ein Geburtslevel von 75 und das 76 seht ihr, ist halt plus dieses eine Level, was quasi einfach nur da ist.
So, dann versucht ihr natürlich, wenn ihr in diesem Step hier seid, dass ihr zwei Werte zusammenbringen wollt, dass ihr ein Männchen bekommt. Warum ein Männchen und kein Weibchen? So, ihr habt natürlich, wie ihr seht, habe ich hier schon einige Musis stehen. Na, und das sind alles Weibchen. Ich habe aber nur dieses eine Männchen hier. Warum also jetzt die Werte in einem Männchen? Ihr habt natürlich dann die Chance, wenn ihr mit einem Männchen über zum Beispiel 10 Weibchen euer Männchen schmeißt, habt ihr 10-mal die Chance quasi, dass da halt ein Tier rauskommt, was halt diesen einen Wert oder dann für unser Beispiel, wenn er schon die beiden Werte übernommen hätte, halt diese beiden Werte übernimmt. Und das versucht ihr halt so lange immer weiter, bis ihr halt dann alle 7 Werte in einem Tier vereint habt. Heißt, ihr habt jetzt hier den 17er HP-Wert, von hier den 10er Gewichtswert in einem Männchen vereint zum Beispiel. Und habt jetzt da hier noch ein Weibchen, das hat einen 12er Stamina-Wert, sag ich mal. Dann jage ich natürlich das Männchen mit den beiden Werten über den Musi mit dem guten Stamina-Wert und versuche dann natürlich, dass ich wieder ein Männchen rausbekomme, was halt die drei Werte übernimmt. Und so funktioniert es quasi, dass ihr ein höheres Level bekommt. Das heißt, Werte sind gleich Level. Und wenn ihr alle Werte halt einzeln gefunden habt, versucht ihr diese alle in einem Männchen zu vereinen. So, jetzt könnt ihr das natürlich so nicht erkennen. Ihr seht jetzt hier in dem Tier, ja, alles klar, der hat 1056 Stamina, 189 Damage. Und so, da seht ihr allerdings natürlich nicht, welchen Wert hat das Tier. Deswegen kann ich euch hier nur empfehlen, nehmt dieses mythische Spyglass, das könnt ihr folgendermaßen freischalten. Ihr seht hier unter Fähigkeiten den Narwhalkiller Skill. Den schaltet ihr natürlich frei, wenn ihr in den Arktis Grids heißt A2, F2 einen Narwhal findet, diesen tötet. Dann bekommt ihr automatisch den Skill und damit die Fähigkeit, dieses Spyglass halt auch zu bauen. Dazu aber in einem anderen Video mehr. Habt ihr jetzt alle Werte in einem Tier vereint? Ihr seht es hier. Ich habe hier den 17er HP-Wert von diesem Weibchen reingezogen und habe alle Werte in einem Männchen vereint. Versucht ihr, man sieht es hier unten, Weibchen mit diesem Level zu kriegen. Warum jetzt Weibchen? So, ihr habt alle Werte vereint. Ihr habt keine besseren Werte und das ist das Maximum, was ihr im Moment rausholen könnt an Werten. So, dann wollt ihr diese Tiere ja vielleicht vermehren oder für den Verkauf darbieten. So, heißt, ihr wollt natürlich auch dieses Tier haben, ne? Also zumindest dieses Geburtslevel. Und um das zu bekommen, versucht ihr dann natürlich in einzelnen Schritten Weibchen auf dem Level zu bekommen. Weil wenn ich jetzt dieses Männchen, wie ihr seht, hat genau die gleichen Werte wie diese Weibchen. Wenn ich dieses Männchen jetzt hier über die Weibchen jage, habt ihr ein garantiertes 76er Musi, was da halt rauskommt, gegebenenfalls 2, 3, wenn ihr Glück habt. Und habt dadurch halt das Maximum aus eurer Zucht erstmal rausgeholt. Dann gibt es natürlich noch andere Faktoren wie Mutation, dazu aber auch ebenfalls in einem anderen Video mehr. Solltet ihr Fragen oder dergleichen haben, schreibt es doch unten in die Kommentare. Ich werde euch das dann gerne beantworten. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, bleibt gesund und tschüss vom Radioactive Server. Ciao, ciao.